Wir haben gemeinschaftlich A1 und A2 schon zusammen bestaunen dürfen. Heute kümmern wir uns um Modul A3 von dieser Wahnsinnsburg von Sir Percival. Ich sage herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Sir Percival, die Burg, die uns viele Wochen und Monate begleiten wird. Die ersten zwei Module sind gebaut. Ich habe euch alles darüber erzählt und gezeigt, was man darüber irgendwie erzählen und zeigen könnte. Heute liegt der nächste Karton vor mir. Modul A3 ist hier drin. Ich vermute mal, es wird, so wie in den anderen beiden Videos bis hierhin, auch mehr ein botanischer Garten als eine Burg sein. Aber das gehört letzten Endes zu diesem riesengroßen Ganzen dazu. Es ist nicht einfach nur eine Burg. Nein, sie hat auch noch jede Menge außen herum. Damit geht es heute weiter. Ich kann zu dem hier alle nichts sagen. Ich denke mal, unverändert dürfte die Qualität der Steine sein, hoffentlich auch unverändert die Anzahl der Fehlteile. Diese waren nämlich bis jetzt gigantisch geil und die Klemmkraft ebenfalls. Ich will gar nicht großartig noch weiter berichten, weil es gibt ja nichts zu berichten, bevor ich nicht gebaut habe. Und genau da ist mein Stichwort: Wir bauen jetzt.
Modul A3. Gleiche Bauzeit wie A1 und A2. Selbe Strategie, diesmal schon mit dem ersten Gebäude, und zwar einem, ich glaube, es ist ein Schafstall. Es ist auf jeden Fall nicht riesengroß. Einigen wir uns auf Schafstall. Ich meine, das wäre auch so gewesen. Der Bau hat wieder immens viel Freude gemacht. Ich habe dieses Mal mit euch zusammengebaut, das heißt, den Speedbuild, den ihr gesehen habt, der ist zum größten Teil sogar auch als Livestream zu sehen. Ich versuche dran zu denken und verlinke es euch hier oder hier. Dort habe ich schon gesagt, was ich bei diesem Set wirklich gruselig finde. Wenn ich euch das jetzt so drehe, fällt das vielleicht noch nicht einmal sonderlich auf und niemand wird sich beklagen. Wenn ich es jetzt kippe, wird das relativ schnell deutlich. Das Wasser mit seinen ganzen Farbabsetzungen, wie es hier gebaut wurde. Sensationell, Granate, Hammer, habt ihr in der Draufsicht gesehen. Das ist wirklich spitzenmäßig. Was aber hier die Optik und somit natürlich auch das Bauvergnügen mächtig betrübt hat, das ist die Slopes. Die sind in Transclear Blue, ja, aber in Dark Blue. Und deswegen passen sie optisch überhaupt nicht hier rein. Ich habe selbstverständlich sofort Fotos davon gemacht und habe es meinem Kontakt von Lesti geschrieben und habe auch gesagt, das muss sofort geändert werden. Da führt gar nicht dran vorbei. Das geht überhaupt nicht. Also, das ist so schön gemacht mit dem Wasser und ihr könnt sie in der Draufsicht wirklich sehen. Und dann wird das alles zunichte gemacht, weil die falschen Transclear-Teile dabei sind. Also, das ist für mich. Dieses Set hat für mich designtechnisch wieder eine 1, aber in der Steineumsetzung leider Gottes einen mangelhaft verdient, weil das betrübt den Anblick total. Ich hoffe, man reagiert da auf mich, denn ich habe mittlerweile von mehreren Seiten gehört, dass das mit den Transclear-Teilen wohl ein Problem ist. Ich weiß nicht, ob die Leute dazu sich irgendwie geäußert haben. Ich habe mich geäußert, habe gleich Fotos geschickt, damit keinem anderen dieses Ärgernis hier auf den Tisch kommt, denn das muss wirklich nicht sein. Mein kleiner Freund, der Marienkäfer, hat auch wieder einen Zug gehalten und hier ist es auch wieder eine gedruckte Fliese, wie es auch schon bei A1 der Fall gewesen ist und bei A2 leider nicht, aber bei A2 habe ich das Ding so gut versteckt, dass es nicht einmal auffällt. Ich komme jetzt noch mal so ein bisschen näher, dass ihr euch auch den Stall noch mal angucken könnt. Er wird natürlich nicht wahnsinnig gut ausgeleuchtet, das ist immer so mein Problem. So, da ist der Baum runtergefallen. Na toll. Dass das, so kann man das halbwegs sehen, dass hier noch so ein kleines Gatter davor ist, dass hier drin auch Stroh liegt und das Stroh steht auch hier hinten als Ballen oder ja, es sollten vermutlich Ballen sein, nochmal an der Scheunenwand. Dass der Baum jetzt hier abgefallen ist, ist gar nicht mal so das große Problem. Ihr seht, er hat das komplett überlebt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Klemmkraft der Steine gut ist. Hat natürlich auch damit zu tun. Hat aber auch damit zu tun, ich habe es erwähnt und ich habe es natürlich auch gemacht. Ich habe einige von den Steinen, bevorzugt die Äste von dem Baum, miteinander verschweißt. Eben damit es beim Transport von dem Set nicht zu dem Problem kommt. Der Baum könnte umfallen und der Baum zerlegt sich in seine Einzelteile und wenn ich irgendwo stehe und möchte das Set ausstellen, muss ich erstmal 5 Stunden lang irgendeinen Baum kleben. Da habe ich keine Lust zu oder beziehungsweise einen Baum reparieren. Deswegen habe ich die Äste hier direkt verschweißt. Das wird nie wieder auseinandergehen. Also nicht geklebt, sondern richtig verschweißt. Ansonsten ist es hier wirklich schön. Kleiner Schmetterling, so ein paar Quietscheentchen hat man hier ins Wasser mit dabei genommen. Hier noch so ein bisschen Ausläufer von dem Bachlauf, von dem Bergen. Wir nennen es mal Berg. Es wird ja hier doch noch sehr, sehr hügelig. Und hier auch wieder dieser wunderschön gestaltete Zaun mit diesem Roboterarm, der also nicht einfach nur gerade hier durchläuft, sondern der dann bedingt durch das versetzte Ansetzen dieser Arme auch noch sehr, sehr geschwungen ist. Also wirklich Wahnsinn. Dieses Set von vorne bis hinten Wahnsinn. Was ich heute gerne mal machen möchte, denn wir hatten über den Zaun geredet und deswegen habe ich jetzt nochmal Modul A2 mit dabei genommen. Das lege ich jetzt hier mal
direkt mit dran, so wie es sein muss. Und das ist genauso. Ihr seht das hier, der Stall. Also das zieht sich jetzt hier durch und das passt aus. Wir haben hier die Hütte, wir haben hier den Zaun, wir haben hier den Trog und den Wassereimer. Ich werde es nochmal ein klein wenig kippen. So sieht das Ganze schon deutlich besser aus. Und das, was man hier sieht, das ist genial. Wir sehen hier immer noch keine Burg. Wir sind ganz weit davon entfernt, hier eine Burg zu sehen. Aber das, was man hier sieht, das ist schon wirklich gewaltig. Das macht Riesenlaune und ich freue mich jedes Mal, wenn es gewachsen ist. Und ich freue mich, wenn es weiter wachsen wird. Und wenn es denn dann fertig ist, freue ich mich wirklich immens, wenn bei mir eine E-Mail eintrudelt, wo dann steht, Olli, das hätten wir gerne bei uns in unserer Ausstellung stehen. Weil ich weiß, bei den meisten, wo ich anfrage, da brauche ich gar nicht hinkommen. Die wollen keine alternativen Klemmbaustein Hersteller in ihren Ausstellungshallen sehen. Aber vielleicht ist ja irgendwo jemand, wo gesagt wird, jo, komm bitte vorbei, das muss gezeigt werden. Und genau das sehe ich auch. Es ist nur ein ganz kleiner Teil, der hier steht und der macht schon so viel Freude. So, ich möchte die Freude jetzt eigentlich ungeteilt genießen. Ich werde es nochmal kippen, damit ihr da nochmal mitgucken könnt. Das ist doch wirklich sensationell. Und es sieht ja auch nicht aus, als hätte ich nur so ein kleines gebaut. Das passt hier so sensationell gut ineinander. Ich werde euch natürlich, wenn ich mit dem Gesabbel aufhöre, noch wieder ein paar bewegte Bilder nachliefern. Wir haben ja mittlerweile 3 Module fertig und alle 3 will ich euch natürlich auch zeigen. Für die, die es interessiert. Andere sagen sich, oh, ich warte lieber, bis das große Ganze fertig ist. Dann schauen wir mal. Was ich aber gerade hier sehe, das habe ich noch nie. Doch, da selbst hier hinten, ich drehe es mal kurz um. Wir haben ja drüber gesprochen. Hier diese, ich muss mir, glaube ich, noch mal irgendwas mit meinem Licht hier einfallen lassen. So kann man es sehen. Also hier hinten diese Verzierung, die wirklich rundumlaufend um das Set sein wird. Selbst die passt wunderbar ineinander, auch wenn ich sie nochmal von diesen 1x4 auf 1x2 Plates abwandeln möchte. So, jetzt habe ich aber wirklich genug geredet, jetzt seid ihr dran, jetzt dürft ihr schreiben und zwar einen lieben Kommentar für den Onkel, weil er sich da immer so drüber freut. Ansonsten hat euch das Video gefallen, vergesst mir bitte nicht den Daumen zu benutzen, in welche Richtung ist mir schon beinahe egal, weil in beide Richtungen ist er aussagekräftig. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video geschaut habt, aber ich weiß, dass ihr es geschaut habt und das finde ich wahnsinnig schön. Wenn ihr es ohne Abo geschaut habt, ist das kein Problem. Das macht ihr jetzt stillschweigend hier irgendwo da oder vielleicht war es da, ist so ein Abonnieren-Knopf. Freue ich mich riesig drüber, wenn dieser getippt wird. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne, ach, und ich gucke immer bei Social Blade, wir sind jetzt gerade aktuell bei 2027, wo ich vielleicht mal die 100.000 erreichen könnte. Ich würde mich gigantisch darüber freuen und würde, da machen wir Party, das habe ich ja versprochen, dann machen wir Party. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Resttag, eine schöne Restnacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt, eine schöne Zeit, die euch jetzt noch folgen wird. Was ich mir auch wünsche, und das wünsche ich mir immer und das werde ich mir immer wünschen, das ist, dass ihr bei meinem nächsten Video gesund vor eurem Endgerät sitzen könnt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen.